Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2 Part 7 von mir auf 94. Ach Gott, dieser Typ, ne? Bla. Okay, weiter. Wir wollen jetzt nach Hause. Im letzten Part, gestern, haben wir meinen Vater im Gefängnis besucht. Am Gefängnis besucht. Wir hingen ja irgendwie draußen an den Gittern. Haben uns halt da hochgeschlichen und der meinte, wir sollen hier wieder nach Hause und die Kisten eine Kiste durchsuchen im Haus. Okay. Giovannis Dokumente finden und sie Umberto Alberti bringen. Akzeptieren. Vater sagte, dass es hier eine Tür gäbe. Okay, ja, da wird schon gesagt, das Adlauge wird benutzt, um Informationen über die Gegend anzuzeigen. Also richtig, wenn man so reinkommt, ne, das sieht ja gar nicht so wie so ein Palazzo aus, ne? Von draußen sah das mehr aus. Okay, Y festhalten, um das Adlauge ein- oder auszuschalten. Da ist die Tür. Die schön blinkt. Und wir sind blau, yay! Okay, das sieht doch schon noch mehr aus. Den Inhalt der Kiste nehmen. Erstmal gucken wir uns hier ein bisschen um. So, hier einmal Stick reindrücken. Das geht gerade nicht. Also Ego-Perspektive ist gerade schlecht. Kleiner Texturen-Bug oben links. Aber okay, wollen wir mal die Kiste plündern. Yay, neue Klamotten. Oh, wunderbare Musik, aber ich rede lieber dabei, damit ich nicht irgendwie Probleme bekomme. Denn das wollen wir ja nicht. Bei jedem ersten Part von Assassin's Creed kommt das Ubisoft-Zeichen und deswegen wird auf dem Part Werbung geschaltet. Da kann sich Ubisoft gerne dran freuen, dann kriegen die auch ein bisschen Geld, aber von mir werden sie wohl nicht so viel Geld bekommen. Okay, wir haben unser Cape. Jetzt wollen wir mal gucken auf R1. Wir haben ein Schwert, und eine Faust und eine Klinge und Medizin und Geld. Und das können wir halt auch mit dem Steuerkreuz hier wechseln. Okay. Dann mal raus. Hi. Traditore! Hey! Was sollen die Schwerter? Sollt ihr mich nicht festnehmen? Nein. Was wollt ihr also? Dass du stirbst. So, ich guck mal, ob ich die auch jetzt waffenlos kriegen kann. Warum suchen wir keine andere Lösung? Es gibt keine andere Lösung. Okay, geht nicht. Noch nicht. Bam, der alte Ihr-Move. Alter Ihr. Und den kannten wir auch noch. Von dem guten, alten Altair. Scheint sich wohl durchgesetzt zu haben. Schien wohl gut zu sein. Hat sich wohl umgesprochen. Warte, was ich aber auch noch weiß, ist, wenn man die Faust in der Hand hat, dass man... Na, nee, geht jetzt irgendwie nicht. Oh mein Gott! Was für ein Gestank! Gestank? Die sind gerade frisch tot. Klar warst du denn. Und dich. Und dich. Oh, du hattest ja gar kein Geld. Und dich. Fass den Bastard! Don't call me Bastard. Oh, in die Nüsse. Und in den Wurf. Und dann direkt durchsuchen, damit wir noch ein bisschen was davon haben, ne? Und weiter geht's. 1990 Florin. Aha. Klopf, klopf. Klopf, klopf, klopf. Ezio Auditore? Was willst du hier zu dieser Stunde? Ich...
Ich weiß nicht. Warte, Junge. Atme durch. Sammle deine Gedanken. Mein Vater und meine Brüder wurden verhaftet. Ich soll euch das hier bringen. Ah. Jetzt verstehe ich. Nur ein Missverständnis, Ezio. Ich werde alles aufklären. Wie? Die Dokumente, die du mir brachtest, enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Hab Dank, Signore. Natürlich, mein Kind. Brauchst du einen Ort zum Schlafen? Du bist hier stets willkommen. No, grazie. Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ezio. Alles wird wieder gut werden. Okay. Piazza, ist das nicht Dantes Nachname? Dante ist unser damaliger italienischer Hacker gewesen. Also damals, als ich noch Combat Arms spielen konnte. Nexon, wenn das irgendeiner von euch hört, entbannt mich. Hört her, ich habe auch Überhang aus dem Lager. Das mag ich überhaupt nicht. Also ich hätte echt gerne gezockt, ich hätte auch gerne Gameplay-Videos davon gemacht. Das war, glaube ich, entweder vor oder nach Saboteur, also dem ersten Let's Play von mir. Ich habe halt mit German Let's Play geschrieben, meinte halt, beziehungsweise ich habe ihn angeschrieben, er antwortet ja fast nie. Kann ich aber auch verstehen, er hat viel um Ohren, würde ich mal sagen. Und... Oh, das sind Wachen. Und ja, meinte halt, ich könnte ja auch Gameplay-Videos von Combat Arms machen. Einfach nur, damit ich was hochladen kann. Und jetzt möchte ich erst zu Ende reden. Ja, zwei Tage später, als ich dann was aufnehmen wollte, war ich gebannt. Nur weil ich davor ein Unbelievable Plus Plus gerissen habe mit einem MG. Unbelievable Plus Plus, das ist ein achtfacher Kill. Also acht Kills in Reihe in kurzer Zeit. Und deswegen wurde ich gebannt. Die bannen ja nicht die Hacker. Also, weiß ich von einem Kumpel, der hat gehackt, weil er gebannt, weil er keinen Bock mehr hatte, und wurde nicht gebannt. Der letzte, der noch steht, der Verhandlung von Petruccio, Giovanni und Federico beiwohnen. Okay, Stückchen weitergehen. Die neuesten Meldungen. Wegen der schlechten Getreideernte dieses Jahr. Giovanni Auditore, ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt. Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt! Ich muss näher ran. In Ermangelung... zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden... Vater! Scheiße. Ergreift ihn! Er ist einer von ihnen! Bin ich nicht. Dafür werde ich dich töten! Wachen! Ergreift ihn! Oh ja. Gegen den kleinen Mann zu kämpfen ist bestimmt toll. Aber Tetino. Gut, die Sache. Lauf jetzt los, Junge. Und zwar schnell. Ah, das ist der Typ. Warte, der hat eine andere an seiner Seite jetzt. Dü, 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 dü. Und tschüss. Nur in welche Richtung soll ich rennen? Einfach nur weg. Okay, gehen wir mal in Richtung Hause. Richtung Arzt. Oh, in die... Nimmt die sich jetzt auch Steine? Nein. Okay, jetzt sind wir ja sozusagen Assassine. Jetzt können wir über Dächer klettern. Ich hätte mich zu den Leuten setzen sollen. Hier um die Ecke ist auch noch irgendwas. Ach, genau. Ich habe jetzt echt keinen Schwert mehr? Nö. Oh Gott,
geil. Das war die Alternativkamera. Synchronisiert. Der letzte, der noch steht. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 1 beendet. Okay, und ich würde sagen, damit... Warnung, neuer Status gesucht. Die Wachen sind Hörer... Was weiß ich. Ich würde sagen, damit höre ich dann auch für heute auf. Fürs Erste. Ja. Rüstung nimmt mit der Zeit Schaden. Suchen Sie einen Schmied auf, um sie zu reparieren. Um sie reparieren zu lassen. Okay. Machen. Das wird uns vielleicht, keine Ahnung, 3-4 Mal passieren oder so. Hoffe ich. Ich habe einen Auftrag. Ich habe mehrere seltsame Markierungen im ganzen Italien der Renaissance identifiziert. Ich weiß nicht, was sie bedeuten, aber du kannst mir helfen, es herauszufinden. Rebecca hat die ungefähren Fundstellen in der Datenbank mit einem leuchtenden Augensymbol markiert. Gut aufpassen. Okay. Servetio, Gott sei Dank. Ich habe euch überall gesucht. Ich konnte sie nicht stoppen, Annetta. Ich versuchte es, ich schwöre. Aber es waren so viele Wachen. Bitte kommt mit. Ihr müsst weg von der Straße. Was ist mit Mutter und Schwester? Sie sind sicher. Ich bringe euch zu ihnen. Nein, es ist zu gefährlich, gemeinsam zu gehen. Sagt mir, wohin und ich treffe euch dort. Das Haus meiner Schwester. Direkt nördlich vom Duomo. Bin unterwegs. Okay. Und da oben links habt ihr schon gesehen, mein derzeitiger... Status ist gesucht. Und jetzt gucken wir uns mal diese ganzen Sachen an. Beziehungsweise ihr könnt euch die gerne kurz durchlesen. Ja. Steht noch was zu den Stadtteilen, den Schmieden. Ich werde mir das dann auch vielleicht durchlesen, je nachdem. Das hier bestimmt nicht. Ja. Und dann geht es für mich morgen weiter, für euch heute irgendwann. Das sind halt die Leute, die ich herbeirufen kann, sozusagen. Ich erkläre das ja auch schon alles nebenbei. So, weil ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu schnell. Mache ich nochmal kurz hoch. So. Kunsthändler hatten wir, glaube ich, noch nicht. Und dann hoffe ich mal, euch gefällt das so, wie ich das hier handhabe. Einer hat mir heute auch schon drunter geschrieben, er will jetzt auch mal Assassin's Creed 2 herausgraben. Also, ihr müsst bedenken, heute ist für mich der... Wie viel ist denn heute für mich? Weiß nicht. Ich sag... Nee, der 11. ist, glaube ich, heute, ja. Und ja, hier waren wir schon. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part. Achso, und nochmal kurz, um den Satz zu beenden. Heute ist für mich der 11. Der 11.12., um genau zu sein. Und Assassin's Creed ist gerade mal bis Part 17 hochgeladen. Ne? Es hat 52 Parts und ich bin hier schon bei Part 7 von Assassin's Creed 2 am Aufnehmen. Also, naja, wir sehen uns dann. Ciao.